Guten Morgen vom Münchner Flughafen. Es ist noch super früh, aber die nächste Reise steht an und es geht nach Marseille, nach Südfrankreich. Ja, kurze Erklärung, das Video wird mit einem Voice-Over versehen, weil ich diesen Vlog hauptsächlich auf Portugiesisch gedreht habe für meinen zweiten Kanal O Alemão. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm, aber ich wollte das Video auch hier mit euch teilen, weil vielleicht auch viele nützliche Tipps dabei sind für jemanden, der auch eine Reise nach Marseille und Umgebung plant. Der Flug war mit Lufthansa. Wunderschön. Die Morgenstimmung aus dem Flugzeugfenster. Und der Flug ging wirklich schnell. Innerhalb von einer Stunde zehn, glaube ich, waren wir schon in Marseille. Hier die wunderschönen Alpen. Ich lasse euch einfach mal genießen. Und der erste Blick auf Marseille. Strahlender Sonnenschein. Die Reise war übrigens im April 2019, ist also schon ein Jahr her. Und genau, deswegen wundert euch nicht, aber ich habe es erst jetzt geschafft, das Video zu posten. Ja, wir waren dann schon gegen 8 Uhr in Marseille und haben dann den Bus genommen. Da gab es so einen Express, der direkt vom Flughafen zum Hauptbahnhof in Marseille fuhr. Und von dort hat man schon eine super Aussicht über die ganze Stadt und da im Hintergrund ist Notre Dame de la Garde. Wir haben uns dann entschieden, zu Fuß zu unserem Airbnb zu laufen. Das hat so eine halbe Stunde gedauert, weil da das Wetter so schön war. Haben wir uns entschieden, zum Airbnb zu laufen, das direkt am Vieux Port lag. Das war schon mein zweites Mal in Marseille. Ich war schon mal vor vielen Jahren in Marseille und ich mag die Stadt wirklich sehr. Ich weiß, dass viele Marseille gar nicht so als touristisches Ziel auf dem Schirm haben, aber es ist wirklich eine schöne Stadt. So, hier unser Airbnb. Gleich beim Vieux Port. Wir waren fünf Personen und wir hatten ein Airbnb mit 3 Zimmern und 2 Bädern mit super viel Platz. Wir haben es gar nicht so viel genutzt, aber man hätte dort echt richtig toll Abendessen können und frühstücken können und kochen können. Das war echt wunderschön. Später zeige ich euch das Apartment noch genauer. Und auch in der Infobox ist ein Link für Airbnb mit einem 35 € Rabattgutschein bei eurer ersten Buchung. Ja, wir haben uns dann nur kurz fertig gemacht und dann ging es schon wieder in die Stadt. Wir wollten unsere Zeit voll ausnutzen. Und das war ein wunderschöner Morgen in Marseille. Ich liebe Häfen ja immer, das Leben dort. Es war auch schon an diesem Morgen ganz viel los. Unter anderem wurde der fangfrische Fischverkauf, wie man hier sieht. Da kommen echt die Fischer an und verkaufen dann gleich ihren gefangenen Fisch. Ich weiß noch, bei der ersten Reise stand da ein riesiger Schwertfisch zum Beispiel. Das ist krass, also die verkaufen echt alles, was sie im Meer finden. Frischer geht's nicht. Ja, da wir Hunger hatten und nur im Flugzeug gefrühstückt hatten, haben wir dann gleich einen Platz zum Mittagessen gesucht und sind dann an diesem Platz hier fündig geworden. Das hier war Wasser mit so einem Grenadinsirup und dann haben wir so eine typisch südfranzösische Vorspeise genommen und dann gab es Moules frites, was ich auch immer in Frankreich liebe. Miesmuscheln mit Pommes. Ich habe ja auch schon ein halbes Jahr in La Rochelle in Frankreich gelebt und da habe ich auch ganz oft Moules frites gegessen. So, nach der Stärkung ging es weiter und zwar wollten wir rauf zu Notre Dame de la Garde, der berühmten Kirche oberhalb Marseilles. Man hat beim Anstieg
so kurze Pause, um die Kirche zu genießen. Beim Anstieg stieg immer wieder super Ausblicke und dann kommt man auch schon, was heißt schon, das dauert schon ein bisschen, kommt man oben an bei Notre Dame de la Garde, die da oben wunderschön auf so einem Felsen liegt. Sehr windig war es an dem Tag da oben. Aber der Blick war wirklich toll. E aqui tem a catedral e a gente vai subir lá agora. Tá linda, né? Linda, linda. E o apartamento da fica lá embaixo. Da unten liegt unser Airbnb direkt am Vieux Port. Da in zweiter Reihe gleich am Hafen. Und da hinten liegen die Calonque und Cassis. Da sind wir am übernächsten Tag hingefahren. Seht ihr auch gleich in dem Vlog. Und hier nochmal die tolle Aussicht über ganz Marseille und die Inseln. Ja, dann ging es wieder runter und dann haben wir uns entschieden, in einer Bäckerei Stopp zu machen und dann zum Strand runter zu gehen. Und dann da am Wasser eine kleine Kuchenpause einzulegen und den Kuchen dort zu essen. Das war echt so schön und das war im April richtig warm schon. Das war so ein typisch korsischer Kuchen. Sehr lecker. Ficat, Focat, irgendwie so hieß der. Genau. Ja, wir hatten dann immer noch nicht genug und sind dann noch zu einem anderen Punkt gelaufen, wo ich unbedingt hin wollte, weil ich davon gelesen hatte. Und zwar dem Vallon des Offres. Es ist gar nicht weit vom Zentrum eigentlich. Einfach immer an der Küste entlang und da ist dann so ein kleines, ja, so ein kleiner Hafen, richtig süß. Also echt wunderschön, mein Lieblingsplatz von allen Orten in Marseille. Es wirkt fast wie eine andere Stadt. Und dann sind wir wieder zurück ins Zentrum gelaufen. Und dann noch zu einem anderen Punkt. Hier war nochmal der Strand von vorhin. Und dann hier zusammen, da war so ein Palais noch am Hafen. Da sind wir auch noch hin. Da hat man so einen Blick auf den Vieux Port von Marseille. Ja, von Marseille fahren auch viele Kreuzfahrtschiffe los und auch Fähren nach Korsika. Ja, das Boot fand ich auch lustig, das war am Vieux Port. So ein ganz kleines Bötchen, damit man von einer Hafenseite zur anderen kam. Eine kleine Abkürzung sozusagen. So, Vieux Port bei Nacht. Und dann ging es noch raus zum Abendessen. Wir haben echt ewig lang gesucht und da am Hafen war es auch echt teuer. Die Pizza war irgendwie 17 Euro, glaube ich. Ja. So, nächster Tag. Es geht raus aus Marseille und zwar sind wir auf dem Weg nach Avignon. Einer meiner Freunde hat dort eine Freundin und die wollten wir besuchen und gleichzeitig auch Avignon anschauen. Avignon ist nicht weit entfernt von Marseille. Und auch sehr bekannt. Hier die Straßenschilder sind alle zweisprachig auf Französisch und Okzitanisch. Mittagessen. Ich hatte so eine Tagine, ein marokkanisches Gericht. Genau, und Marseille ist berühmt für den Palais des Papes, den Papstpalast.
So, jetzt den Papstpalast, den man da oben sieht, und die Brücke, die wir auch noch später sehen. Aber jetzt wollten wir zuerst den Papstpalast besichtigen. Palacio da Papa, du Papa. Ja, hier ein Blick auf den Mont Ventoux, der höchste Berg der Provence oder auch Südfrankreichs. Und da oben lag auch noch Schnee. Und hier ein Blick über die Dächer von Avignon. Genau, hier ist die berühmte Brücke. Ich habe da auch was hingeschrieben. Genau, wurde gebaut zwischen 1171 und 1185. Und hier ist jetzt der Papstpalast. Ja, Avignon war der Sitz der Päpste für eine gewisse Zeit. Heutzutage sitzt ja der Papst in Rom. Aber damals war das eben hier in Avignon im Papstpalast und wir haben dann eine Führung gemacht. Und das Coole war, man hat solche iPads bekommen und hat dann da ganz viele Infos bekommen über die Kopfhörer. Ich mag sowas ja immer, wenn man nicht nur Sachen anschaut, sondern auch Infos, Hintergrundinfos bekommt. Ja, hat er dann auch so einen Plan, wo man lang muss. Und das Coole war, das fand ich auch ein cooles Feature, da konnte man dann immer so den Raum scannen und hat dann gesehen, wie der Raum früher mal aussah. Da war dann diese Animation und dann konnte man sich das viel besser vorstellen. Hier sieht man es nochmal richtig gut. Echt ein Unterschied. Und da war noch so ein Spiel, das ich dann auch noch gemacht habe, da musste man so Münzen sammeln. Und da war ich echt motiviert, da die Münzen zu finden. Ich habe es dann auch geschafft. Der Preis war dann irgendwie so ein Gutschein, den man per E-Mail zugeschickt bekommen hat. Ja, dann noch auf dem Dach des Palastes. So, dann ging es noch ein bisschen stöbern in Avignon. Das hier war ein Seifenladen. Die Provence ist ja auch bekannt für ihre Seifen. Klassischerweise aus Olivenöl, aber hier in dem Laden, da gab es echt in allen Varianten. Das war echt krass. Auch mit niedlichen Botschaften, wie irgendwie, ich liebe dich. Oder für Mama, für Papa. Ich habe dann auch, oder wir haben alle dieses Angebot wahrgenommen. 3 für, oder 10 für 18 Euro, genau, so stand es da gerade eben. Eisenkraut, ist auch voll lecker, Zitronenverbine. Mojito. Und ich habe dann noch so ein Lavendelsäckchen gekauft. Auch typisch Provence. Ja, dann sind wir nochmal näher an die Brücke rangegangen. Die Brücke ist ja ganz berühmt, auch wie diesem Kinderlied. Sur le pont d'Avignon. On y danse, on y danse. Ja, dann sind wir noch bei den Freunden vorbeigekommen. Die hatten echt so ein süßes Haus da in der Altstadt von Avignon. Und sind dann auf dem Weg zum Bahnhof noch in diesem Viertel vorbeigegangen. Das berühmt ist für diese kleinen Kanäle und die Wasserräder. Ja, dann ging es schon wieder zurück nach Marseille. Und wir kamen dann gegen Abend wieder in Marseille an. Und sind dann noch nach Le Panier gegangen. Das lag gleich hinter unserem Airbnb. Das ist so ein ganz kleines, süßes Viertel. Und haben dann da noch was getrunken. Und den Abend
ausklingen lassen. Genau, dann war Schlafenszeit, weil am nächsten Tag ging es schon weiter mit einem weiteren Trip. So, bonjour. Erstmal Kaffee, darf nicht fehlen. Und heute wollten wir nach Cassis und zu den Calanques. Cassis ist eine Stadt ungefähr eine Dreiviertelstunde östlich von Marseille. Da gibt es einen Bus, der direkt dahin fährt, der super beliebt war, auch schon im April. Wir hatten echt schon Angst, ihn nicht zu bekommen. Aber dazu gleich mehr. Ja, erst noch ein Croissant gekauft. Und dann war hier der Bus und ihr seht schon die lange Schlange da. Ah, wir sind dann reingekommen und dann ging es nach Cassis. Und nach 45 Minuten waren wir dann in Cassis. Ich liebe ja so kleine mediterrane Örtchen. Cassis war auch wunderschön. Richtig nett. Ja, wir sind hauptsächlich hingefahren, um eben diese Bootstour zu den Calanques zu machen. Die kann man auch ab Marseille machen. Aber wir wollten eben Cassis mitnehmen und dann die Calanques besichtigen. Und da gibt es überall Anbieter von diesen Calanques-Schifftouren. Man kann wählen, wie viele Calanques, das sind so kleine Buchten, man besichtigen möchte, wie lange es dauern soll. Eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Ich glaube, wir haben die mittlere Variante genommen. Und davor ging es dann erstmal noch essen. Direkt am Hafen in so einem Restaurant. Und ein Glas Wein mit Blick auf das Cap Canai. Ja, wir haben dann Fisch gegessen, das war so ein Thunfischfilet. Und das Dessert. Ja, das war unser Bötchen für die Fahrt. Und jetzt geht's gleich los und dann lasse ich euch einfach mal genießen, weil die Calanques sind echt wunderschön. Ich war auch schon zum zweiten Mal jetzt dort. Also echt traumhaft schön. Okay. Los geht's! Zurück in Cassis. Kleine Kaffeepause in der Sonne, bevor es dann wieder zurückging nach Marseille mit dem Bus. Da müsst ihr auch aufpassen, weil da war richtiger Andrang drauf, wir sind auch kaum mitgekommen. Also frühzeitig hingehen. Ja, wieder zurück in Marseille. Ich habe nicht gefilmt im Bus. Und ich sehe auch ein bisschen bleich aus, weil uns jetzt allen so schlecht geworden auf der Fahrt, weil das so kurvig war. Puh. Wir waren alle froh, als wir dann da waren. Und dann haben wir noch ein Rad geliehen in Marseille. Ihr seht schon, wir haben viel gemacht in den 3 Tagen. Echt immer komplett ausgenutzt. Ja, da gibt es überall so Leihräder, die man mit einer App, glaube ich, ausleihen kann. Und ich liebe sowas auch immer. Rad von einer fremden Stadt. Man kann einfach
so bequem alles anschauen und ja, ist nochmal ein anderes Erlebnis. Ja, wenn du dann hier geradelt bist zu dieser Kirche, die hat auch einen Namen, La Mayor, La Mayor. Ah. Genau, und da war eine Messe gerade drin, seht ihr gleich. Da werde ich auch nichts sagen jetzt. Genau, hier wieder ein Kreuzfahrtschiff. So, jetzt geht's rein in die Kirche. Gleich. So, dann gab es Abendessen. Auch wieder ein super leckeres Menü. Das war so Hähnchen mit Zitrone. Und dann noch so ein Crumble. Und danach noch Pastis. Der war gut, der war mit Lemon. Der war mit Grenadine oder so, der war nicht so gut. Ja, und dann leider am Abend haben wir erfahren, dass Notre Dame in Paris brennt. Echt ein Schock für uns alle. Und dann saßen wir nur noch vorm Fernseher den ganzen Abend. Der nächste Morgen und der letzte Tag in Marseille. Ich wollte euch noch kurz eine kleine Roomtour oder Apartment-Tour geben. Hier seht ihr mal, wie groß das Airbnb war. Wir hatten da einen Esstisch, den wir gar nicht genutzt haben, weil wir immer auswärts gegessen haben. Dann hier die Zimmer, die auch super schön waren. Und dann ging es frühstücken. Ja, das war das letzte Essen, das ich richtig genießen konnte. Ich erzähle euch gleich, warum. Ja, wir haben uns nochmal Fahrräder geliehen, unsere Koffer abgestellt, die wir schon gepackt hatten, und sind dann die Küste Richtung Osten gefahren. Wir wollten bis zu einem Strand fahren, dem Plage du Prado. Genau, das war er auch schon. Leider war es noch ein bisschen kalt zum Baden im April. Das Wasser war echt eiskalt. Ich habe es natürlich auch getestet. Aber es war echt saukalt. Ich habe es kaum ausgehalten. Ja, dann noch ein bisschen entspannen am Strand und dann ging es wieder zurück mit dem Rad nach Marseille. Hier das Badezimmer fand ich noch so lustig, in einem Hotel. Ja, leider, wie eben schon angekündigt, ging es mir am Tag nicht so gut, den ganzen Morgen schon. Ich weiß nicht, woran es lag, aber das wurde dann im Laufe des Tages auch immer schlechter. Ja, mein Magen war nicht gut, mir war schlecht und dann im Bus ja, war ich richtig fertig. Am Flughafen wurde es dann auch immer schlimmer und auf dem Flug habe ich auch gar nicht mehr gefilmt, weil es mir echt richtig übel ging und dann auch noch die nächsten 5 Tage lag ich nur im Bett. Keine Ahnung, was ich mir da eingefangen habe, aber ja, zum Glück war es am Ende der Reise. So, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein paar Tipps mitnehmen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch und einen Kommentar. Bis dann!